Vor kurzem besuchte Botschaft Liturner Graz. Die zweitgrößte Stadt Österreichs verfügt über einen großen Auto-Industrie-Cluster und spielt eine wesentliche Rolle in den britisch-österreichischen Wirtschaftsbeziehungen. Der erste Termin führte den Botschafter daher gleich zu AVL, einem der größten österreichischen Investoren in Großbritannien. Mit rund 8.600 Mitarbeitern ist AVL der größte privat geführte Entwickler von Antriebssystemen. Im Vereinigten Königreich beschäftigt AVL rund 400 Mitarbeiter. Firmenchef Professor Helmut List unterstrich die Wichtigkeit des britischen Markts für die Automobilzulieferindustrie. Unabhängig vom Brexit wird AVL weiter in den Standort investieren. Botschafter Turner sicherte in einem Meeting mit Unternehmensvertretern bestmögliche Unterstützung zu. Weiter ging es im Anschluss mit einem Termin im Rathaus. Seit 14 Jahren ist Siegfried Nagel bereits Bürgermeister von Graz. Über 500 Briten wohnen in Österreichs zweitgrößter Stadt, die mit starkem Investment in Forschung und Technologie viele Hightech-Arbeitsplätze geschaffen hat. Seit kurzem besteht zwischen Graz und Birmingham eine direkte Flugverbindung, auch um der wachsenden Wirtschaftsverflechtung Rechnung zu tragen. Die nächste Station des Besuchs wird der Botschafter Turner zu Siemens Mobility, die in Graz eine der größten Produktionsstätten für Schienenfahrwerke betreibt. Auch für Siemens ist Großbritannien ein wichtiger Markt. Danach fand ein Redaktionsgespräch mit der Kleinen Zeitung unter der Leitung von Chefredakteur Hubert Patterer statt, bei dem vor allem die bilateralen Beziehungen zwischen Österreich und dem Vereinigten Königreich Thema waren. Abschluss des Besuchs war ein Besuch bei Landeshauptmann Hermann Schützenhofer